Willkommen heute zur ersten Wochenübersicht in 2018 zu den Clicker, Idle und Incremental Games. So, bei Idle Champions of the Forgotten Realms ist jetzt gerade das aktuelle Event schon wieder kurz vor Ende. Ich habe zumindest wieder geschafft, den neuen Champion freizuschalten. Ich habe jetzt zumindest noch ein paar Sachen rausgefunden. Ich lasse den jetzt erstmal hier noch erstmal die Upgrades machen, damit die da wieder auf Maximum gepusht sind und hier noch ein bisschen weiterlaufen können. Weil das Interessante, was ich rausgefunden habe, nachdem ich jetzt ein bisschen auch in der anderen, an dem anderen Bereich für die Calms Favors gespielt habe, dass hier tatsächlich der Blessing Baum oder die Blessing Updates alle schon verfügbar sind. Weil da stand ja immer nur Coming Soon. Das stimmte aber nicht ganz, sondern in dem Moment, wo man die erste Mission gemacht hat, hat sich hier tatsächlich dieser ganze Bereich freigeschaltet. Und hier ist auch das Interessante, dass es hier auch nochmal ein Damage-Bonus gibt über alle Kampagnen hinweg. Allerdings braucht er hier noch eine ganze Weile, bis ich den freischalten kann. Hier habe ich den ja jetzt schon aktiviert, was mir natürlich ein bisschen weiterhilft, den kurzen Kampagnen, die dann immer nur jetzt so um die 12 Tage, glaube ich, waren das jetzt wieder, laufen. Was dann auch noch wichtig ist zu beachten, ich kann tatsächlich in beide wandeln, nachdem ich das andere jetzt freigeschaltet hatte. Bei den anderen war es ja nicht so, da ist das andere ja nicht angezeigt worden. Was eben auch daran liegt, dass die Menge, die jetzt hier letztlich diese Migration mit sich bringt, nicht unbedingt von der Menge der eingesammelten abhängt, sondern eher von der Menge, wie viel ich in diesen beiden jeweils schon eingesammelt habe. Was so hier eben, also hier ist es 9 hoch 5. Und eingesammelt habe ich aktuell 2 hoch 6. Auf jeden Fall stehen die in einem ziemlich gleichen Verhältnis zu dem, was eben insgesamt eingesammelt wurde und den Sachen, die ich dann hier eben in der Migration bekomme. Deswegen ist noch die Frage, ob es sich tatsächlich lohnt, hier natürlich einen Boost für das Ding zu bekommen, weil vom Verhältnis her ist es ziemlich gleich. Aber ich natürlich, wenn ich hier dann einen Bonus habe, dann kann ich hier auch schneller weitere einsammeln, weil ich natürlich über den Goldbonus dann wieder hier schneller an weitere Favors komme. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich denke, ich werde das wahrscheinlich auf Calms Favors machen, weil ich mich im Moment ein bisschen dann darauf konzentriere, um zumindest hier in absehbarer Zeit diesen Champion-Bonus, diesen Damage-Bonus freizuschalten. Mal sehen, wann dann oder wie lange das dauert, bis hier die anderen beiden Stufen tatsächlich in erreichbare Nähe kommen. Ja, das mit dem Idle Play ist noch nicht so optimal, weil die natürlich dadurch, dass sie nicht upgraden und ich dann doch immer mal wieder vorbeischauen muss, die noch nicht sehr weit laufen können. Und deswegen auch die Upgrades auch gar nicht so schnell sind. So ist Charisma Score. Weil klar, jetzt bin ich natürlich hier schon wieder bei 62% Bonus. Aber bei den anderen Kampagnen, gerade bei der ich schon eine Weile gespielt habe, also wenn ich hier mit einem Durchlauf noch 10% Favors Bonus bekomme, dann bin ich schon ganz gut gelaufen und habe die schon eine Weile eideln lassen, um das einzusammeln. Ja, da muss ich mal noch ein bisschen schauen, was hier so optimale Spielstrategien sind. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal noch zusammen die Goldkisten auf. Vielleicht habe ich ja Glück und wobei mit 2 Kisten bekomme ich mit Sicherheit hier zu wenig, aber weil ich kann ja maximal 2 Items bekommen, die jetzt dort bei ihm ausgerüstet werden und wahrscheinlich sogar, ja, es ist beides mal ein Belt, das ist natürlich ungeschickt. Das heißt, das ist dann nur in einem Slot drin. Gut, hier habe ich jetzt zumindest Helm und einen Hammer, das heißt, es sind jetzt 3 Slots belegt. Und 6 Slots müsste ich ja ausrüsten, um letztlich noch ein weiteres Achievement-Element zu bekommen. Auf jeden Fall kann ich jetzt mal schauen, ob ich hier jetzt noch Level 100 noch abschließe. Hier geht es letztlich eh nur um die Kiste, wobei ich hier auch nicht sicher weiß, ob ich eine Juwelenkiste bekomme oder nicht einfach nur eine normale, einfache Kiste, wo dann nur ein Item garantiert drin ist. Aber ich mache dann jetzt einfach mal noch den Reset, damit ich zumindest noch ein weiteres Mal durchlaufen kann. Jetzt bin ich knapp bis Level 94 gekommen. Mal gucken, ich glaube für die eine Mission bräuchte ich Level 125, das heißt, die brauche ich dann doch nicht unbedingt anzufangen. Also, complete. Ja, jetzt habe ich nur eine normale Kiste bekommen, die hilft mir natürlich nicht so stark weiter. So, nochmal Winterschild, Waterdeep. Und ja, das ist deadly und 125 ist illusorisch, dass ich das jetzt mit dem 60% Update oder 60% Steigerung wirklich bekommen kann. Also heißt es hier weiter noch wenigstens noch mal eine Kiste zu bekommen und noch mal 2500 auszugeben, weil viel mehr werde ich jetzt nicht schaffen. Das heißt, die ganzen
Ich weiß gar nicht, ob die dann verfallen oder ob die dann zumindest bis zum nächsten Jahr gespeichert werden, weil ich vermute mal, dass sie diese Währung oder diese Events dann auch jährlich neu aufleben lassen. Aber das kann ich natürlich erst in einem Jahr mit Sicherheit sagen. So, hier dann mal wieder die Upgrades, damit der zumindest weiterlaufen kann. Und sonst gibt es hier nicht viel weiter zu tun. Eine Strategieergänzung, weil ich ja nach dem letzten Reset oder nachdem ich die Mission resettet habe, habe ich ja noch eine Woche dann Zeit, bevor die zwangskonvertiert werden. Und in der einen Woche werde ich zumindest schauen, dass ich hier noch ein paar Camps Favor einsammle und dann kurz bevor ich den Reset machen muss, dann hoffentlich der Migrationsbonus deutlich höher ausfällt. Also dass ich eben nicht nur 6500 von diesen Dingern bekomme. Also soweit heute von Idle Champions. Wie gesagt, leider heute jetzt schon kurz vor Schluss von dem Wintershield Event. Aber vermutlich wird es hier nicht lange dauern, bis das nächste kommt. Hier sind sie jetzt ziemlich schnell dabei. Ich glaube so fast alle zwei Wochen, dass hier ein neues Event kommt. Und ja, mal sehen, wie das insgesamt weitergeht und wie das dann mit den ganzen Achievements für die Events aussieht. Mal noch einen Blick drauf werfen. Genau, die Achievements, weil hier sind ja bei den Events, die sind ja jetzt alle so sortiert, dass hier jeweils diese fünf, die bei jedem Event dabei waren. Und das heißt, fünf Events, also das ist jetzt schon das fünfte Event, seitdem das Spiel läuft. Und ja, 56 von 130, das ist noch nicht allzu viel, was ich da vervollständigt habe. Aber ich vermute mal, dass sie zum Teil auch nach und nach dann abgeschlossen werden können, also was zumindest die Ausrüstung angeht, soweit das klappt. Ja, dass das ja jetzt natürlich nicht vervollständigt ist, weil die Adventure selber sind natürlich erst wieder dann verfügbar, wenn das Event wiederkommen sollte. Und dann können auch erst die anderen Sachen letztlich abgeschlossen werden. Aber mal sehen, wie gut das dann klappt und wann die sich wiederholen. Also, soweit von Idle Champions of the Forgotten Realms und dann auf zum nächsten.